des Applauses hat natürlich das ganze Programm auf den Kopf gestellt. Verehrter und lieber Placido Domingo, liebste Frau Marta Domingo, wir sind sehr glücklich, mit allen Domingo-Fans hier eine kleine Familienfeier zu veranstalten. Für uns ist Placido Domingo ein Familienmitglied, Member of the Family, nicht wahr? Wir haben ja so schlechte Mathematiker bei uns, die meisten haben ausgerechnet, es waren 135 Abende seit dem 19. November 1967, seit dem Don Carlos, in 21 Opernrollen und 3 Opern, die er am Pult dirigiert hat. Und ich hoffe, dass die Sache stimmt. Aber schauen Sie, wie viele der großen Sänger haben wir hier gehabt, die waren reisende Zugvögel, haben Erinnerungen an phänomenale Opernabende hinterlassen, Enrico Caruso, Beniamino Gigli. Die haben nie zur Stadt gehört, die waren nie Family Members. Wir haben Domingo hier gehabt, wir haben ihn wachsen sehen, vom lyrischen Tenor zum Zwischenfachtenor, zum Wagner-Tenor. Und wenn Sie denken, natürlich muss man fragen, wer ist Chierquesto Placido Domingo, wer ist das? Also, wenn Sie denken, was er alles macht, das ist nicht das Wichtigste. Aber natürlich, Sie wissen, dass er singt Oper und Operette und Musical und Zarzuela und singt Schlager und er dirigiert Opern, dirigiert Symphonien und ist der König der Medien, Film, Schallplatte, Fernsehen und so weiter. Aber das Tollste, und daran erinnert er an einen anderen Großen, ist, dass es nicht ist, dass er so viele Sachen macht. Natürlich, er beherrscht die Erdkugel. Bei Genzer hat man ausgerechnet, dass seine Reisen sind 15 Mal um den Globus. Bei Domingo ist es wahrscheinlich 18 Mal um den Globus. Aber das Interessante bei ihm, und daran erinnert er mich an jemanden, den ich auch so liebe, ist, dass es alles bei ihm dasselbe ist. Es kommt aus derselben Persönlichkeit, es ist nicht, dass er so viele Sachen macht. Wenn Domingo den Otello singt, ist es selbstverständlich auch der, der Perhaps Love zum Schlager gemacht hat und ist auch beim Fußball der Mittelstürmer Nummer 9, der das Tor angreift und manchmal auch trifft. Das ist lo stesso tutto. Und darin erinnert er mich an einen anderen Großen, nicht im Privatleben selbstverständlich, aber ich spreche das, ich weiß nicht, ob ich es aussprechen soll, ich habe es mir nur immer gedacht, es ist meine wirkliche Überzeugung. Wenn man beschreiben sollte, seine Bedeutung in der Welt des Musiktheaters, muss man sagen, Placido Domingo ist der Leonard Bernstein unter den Tenören. Und ich möchte jetzt... Und jetzt erfreuen wir uns wieder ein bisschen an seiner Stimme und an seiner Schauspielkunst in einem Ausschnitt aus Bajazzo von 1985 hier in Wien. Darf ich das jetzt haben? Es ist nach der Premiere von Jean-Pierre Ponel gewesen. Thank you.
proprio applausi, dove rimane il programma? Wir haben im Haus noch den Direktor-Stellvertreter, unseren lieben Freund Hubert Deutsch, der sich noch an das erste Vorsingen von Placido Domingo erinnert. Aber auch unser neuer Staatsoperndirektor hat viele persönliche Erinnerungen. Ich bitte ihn jetzt auf die Bühne, Staatsoperndirektor Johann Holländer. Lieber Herr Staatsoperndirektor, liebster Freund Holländer, wann ist Placido Domingo zum ersten Mal in Ihr Leben getreten? Das war im Winter 1966/67. Friedrich Paasch war sein Agent, der ihn nach Hamburg gebracht hat, und Domingo hatte einen Festvertrag in Hamburg und wurde nach Wien geschickt zum Vorsingen. Wurde nach Wien geschickt zum Vorsingen durch einen Agenten von Düsseldorf, Herrn Paasch, hat hier fabelhaft vorgesungen. Ich war dabei. Nachher waren wir hier zusammen in diesem Restaurant, das es nicht mehr gibt. Opernrestaurant, glaube ich, hieß es, wo jetzt diese Bank ist. Wurde engagiert? Wurde nicht engagiert. Aber nach ein paar, ich glaube nach 8 Wochen, hat Ernst August Schneider, der Betriebsdirektor des Hauses damals, angerufen und hat gesagt, fragt den Spaniolen aus Hamburg, ob er den Carlos kann. Name wurde nicht gesagt. Spaniole aus Hamburg wurde gefragt, hat selbstverständlich den Carlos noch nie gesungen und selbstverständlich zugesagt und kam dann und sang am jenen 16., ich bin so glücklich, dass ich heute den Travi korrigieren darf, 19. Mai und nicht November. Was habe ich gesagt? November. Um Gottes Willen. Stimmt's? Immer, das passiert mir immer. November. Habe ich gesagt, 19. Mai. Sehr glücklich. Ich das noch 19. Erleben, November. Also 19. Mai den Carlos. Nachher hat er bestiegen die Schillerstatue vis-à-vis von der Goethe-Statue hier vor der Angewandten in jener Nacht. Und kurz danach wurde er als Manrico für Troubadour eingeladen. Ich glaube, das war das zweite Gastspiel. Und dann nahmen die Dinge seinen Lauf. Also mich verbindet mit ihm diese 25 Jahre. 25 Jahre Domingo in Wien sind auch 25 Jahre meines Lebens gewesen. Es sind auch noch viele andere Sachen. Aber das, ich glaube, auch gibt eine private Verbindung. Wie ist das? War doch ein Zufall. Wie war das mit den Kindern? Ein Zufall, wie war das? 1971 sang er in der Karmeliterkirche in der Paradisgasse, wo ein spanischer Prate damals dort Gottesdienst gemacht hat. Domingo sang dort. Nachher war er bei mir zu Hause und hatte den AIDA-Vertrag für die Premiere AIDA mit Muti. Hier, erste Premiere der Era Gamsig unterschrieben, und mein damaliger Sohn war damals so 7 Wochen alt, und er hat ihn so genommen und so gerochen, wie Domingo Kinder über alles liebt. Und vor ein paar Tagen waren wir zusammen bei der Frau Feier, nachdem das Buch präsentiert wurde. Wieder ein Kind von mir, wieder 7 Wochen alt, nimmt wieder das Kind, genauso wie damals, vor 22 Jahren, sage ich, Placido, da erinnerst du dich? Es ist sicher das letzte Kind von mir, das er so nimmt. Aber ich meine, auch das ist so ein Teil der Entwicklung Domingo mit mir in meinem Leben. Ich bin dir sehr dankbar. Ich bin Ihnen, ich sage, wir sagen uns hier nicht du, wir sagen uns hier Sie. Aber also ich bin ja Ihnen, kein Journalist, wir können ja ruhig. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich korrigiert haben. Aber nur deshalb mache ich darauf aufmerksam, dass Sie gesagt haben, mein damaliger Sohn. Jetzt sind wir quitt. Wie kam es zu Domingo Parsifal? Domingo Wagner war immer schon ein Gespräch zwischen uns, und es wird über sehr viele Rollen gesprochen, eigentlich nie über Parsifal. Natürlich über Tristan, über Sigmund, natürlich Lohengrin hatte er schon viel gesungen gehabt, schon damals in Hamburg hat er Lohengrin gesungen, ganz am Anfang seiner Karriere. Auch ganz am Anfang seiner Karriere war, ich weiß nicht, ob man den Hyon als eine deutsche Rolle nennen kann. Hyon, Oberon. War die erste Schallplatte. Die erste Schallplatte damals beim Bayerischen Rundfunk, Deutsche Grammophon, hat man also, der Holzinger war dort Leiter, gesagt, man, wir machen eine Platte Oberon, Kubelik dirigiert, Nilsson war die Rezia,
wir haben keinen Hyon, wer kann den Hyon singen? Und ich sage, den Hyon kann heute ein einziger Mann singen, das ist der Placido Domingo von Hamburg. Sagt er, der ist doch jetzt eben in Lohengrin so furchtbar durchgefahren. Dort meinen Sie denselben? Sag ich, genau den. Er wurde es auch, es war die erste Schallplatte von unzähligen nachher, eine phänomenale Aufnahme. Das war die erste Platte, die wir gemacht haben. Parsifal haben wir eigentlich besprochen, gelegentlich eines Zarzuela-Konzerts in München, im Olympiastadion. Nachher hat er gesagt, er wird Parsifal wahrscheinlich an der Met singen. Ich habe gesagt, wenn er Parsifal in Wien singt, eröffnen wir mit Parsifal, lassen also die Todesglocken für uns schon am 1. September einläuten. So kam es zum Parsifal Wien als Eröffnung unserer Direktion. Pardon, das geht nicht. Bitte um Entschuldigung, das ist eine kleine Störung. Das können wir nicht machen. Bitte um Entschuldigung, bitte gleich weitergehen. Momentchen, das geht nicht. Bitte, das geht. Momentchen, das geht nicht. Darf jemand herein, unangesagt? Ich weiß es nicht. Ruggero Raimondi auf dem Weg zum Flugplatz hatte sich nicht nehmen zu lassen. War Aeroporto adesso. Una parola di saluto. So young, so young, so young for to have been already 25 years in such house. My best congratulations. I have a plane to take. Never mind. Alle. Johann. Wir haben den Dank der Mündigkeit. Der Holländer eben erzählt hat von Domingo und Wagner. Auch eine kleine Sache, die auch ein bisschen an meinen großen Freund Bernstein erinnert. Immer hat man gesagt, das geht nicht und es ging dann. Hat man gesagt, bei Wagner geht nicht wegen Deutsch und Othello's Stimme ist zu lyrisch, wurde dann der größte Triumph. Also hören wir uns ein paar Momente, hören wir uns einen Augenblick von Lohengrin an. Das ist die Claudia Bader Vorstellung vom Januar 1900. Januar 1990. Thank you.
Dove non sono nemmeno fatte parole di saluto, mi hai tagliato le parole. Kraft meines Amtes, mein Dr. Meister Pragin, muss ich formell Placido Domingo hier begrüßen. Ich tue es nicht im Amt, sondern ich tue es als Freund, ich tue es als Mensch. Ich freue mich aus vollem Herzen, dass ich das tun darf und wünsche mir, dass ich nach 25 Jahren, wenn ich im Zuschauerraum noch sitzen darf, ein anderer Placido Domingo gelegentlich seines 50-jährigen Jubiläums hier, so wie Martha Mödel gestern, Sie sehen, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist, begrüßen darf. Ich möchte als allererstes aus vollem Herzen begrüßen Frau Martha Ornella Domingo, die als Überraschung mitgekommen ist. Domingo-Kenner wissen ja, dass Frau Domingo als Frau Martha Ornelas eine sehr berühmte Sängerin war, die dann nach der Heirat beschlossen hat, nicht mehr zu singen. Mrs. Domingo, may I ask you a question first? When did you in your life realize that you have something very, very, very extraordinary at hand? Habe ich Sie gefragt, wann ist darauf gekommen, dass hier etwas ganz Besonderes? Just when? Just before I even touch him. Yeah, I saw him in a television program. You know, in a Fernsehprogramm gesehen? Yeah, we were just, I mean, not even friends, you know, we were in the same conservatory, but you know, we have no friendship at all. Haben einander gekannt. And I hear him sing the duet of Forza del Destino. Machte Schicksalsduett oder gesungen? And I think he was 19 or something. And I think er war 19 Jahre. He's definitely something special. Because if at this age he can sing Forza, you know, this way, with such a line, with such a musicality, you know, with such an elegance, there is something special in him. Ich habe gedacht, wenn jemand mit 19 Jahren Forza del Destino so singen kann, ist etwas Ungewöhnliches. And when did you discover that you are Placido Domingo?
That's a moment in everybody's life. Wann ich haben Sie entdeckt, dass Sie sind der Domingo? Jede Woche ist eine neue Überraschung. Muy bien. When in your life? It's difficult to say. This is very. Sehr schwer für mich. Ich denke, vielleicht, wenn ich in dem sing mit meinen Eltern in der Zarzuela in Mexiko und ich anfange singen diese Baritonpartie und es war sehr gut für meine Eltern, denn ich habe eine Baritonfamilie. Vater Bariton, Mutter Soprano. Ja. Aber ich gehört meine Stimme. Meine Stimme, du warst nicht richtig, du warst so leicht und es war gefährlich, der Repertoire. Es war so stark. So schwer. Für mich, so schwer, ja. Und dann, ich gehört in der Oper, Vorstellung Giuseppe Di Stefano in Mexiko. Und ich sage, ich muss singen Opera. Ich muss singen Opera. Ich I know Zarzuela, it was the music from my parents. It was the. War die Musik meiner Eltern? It was the music I hear in my crib. Es war mein musikalischer Glaube. Aber I decide, then I have to sing Opera. Ich habe. Und die Mutter? War happy oder nicht happy darüber? Oh ja, yeah. They were naturally the idea. Meine Eltern, they want me to be a musician more than a singer. More than a singer, a musician. They want me. They I study. Mich war es wichtiger, ein Musiker als ein Sänger zu werden. I study piano, composition. Klavier, Komposition. Komposition, Dirigent, and I. They want me to be a complete musician, but. They don't want me to be a singer. Ich wollte immer ein Musiker werden. Darf ich sagen, dass auch das der Bernstein immer gesagt hat? Bernstein hat in the passport professional musician. Auch das hat Bernstein professional gesagt. Musician. Hat ihn im Passport. Beruf musician. Wie war das? Sie haben eine Oper in Auftrag gegeben bei einem großen Zarzuela-Komponisten. Ja. Moreno Torroba. Moreno Torroba. Der hat ja eine berühmte, dieser Komponist von Luisa Fernanda. Das ist eine. Sehr, sehr bekannte Komponisten und es war ein Impresario auch. Bringe meine Mutter und mein Vater das erste Mal in Amerika in eine Kompanie von Zarzuela. Und es war der Kompositor von Luisa Fernanda und viele Zarzuela. Und auch ein bekannte Gitarrwerke. Der Torroba. Ich erinnere mich nur an eine Melodie, ich spiele das sicher ganz falsch. Wie war diese? Ich spiele das sicher ganz falsch. Help me, please. Wie war das? Wie war Luisa Fernanda? Was ist? Nein, die andere ist noch schöner. La Donna. Mazurka. Aber gestern bei einem Empfang haben Sie eine wunderbare andere Melodie von Torroba. Bitte spielen Sie. Dira, 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 von Luisa Fernanda. Anna, das ist nicht Torroba. Ist das erste Mal, ich singe mit meinen Eltern ein Stück von Zarzuela. Ist La del Soto del Parral. La del Soto del Parral. Este
Abbiamo preparato un piccolo omaggio per la signora e per Placido. Wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet, aber die Applause lassen nicht zu. Applaudern lo permette. Also, un momento, niente applauso, ja? Niente applauso. Also, wir haben eine junge Sängerin an der Oper. Sie ist von Chile. Und sie singt im Repertoire, sie singt Carmen. Und sie singt Der Rosenkavalier. Und sie hat jetzt eine kleine Überraschung vorbereitet für Signora Marta für Placido. Es ist ein spanisches Lied und es hat nur einen schwer zu übersetzenden Titel. Il titolo difficile tradurre. Ich habe hier ein Lexikon, spanisches Lexikon. Ich möchte fragen, ob Sie für un poco piccolo aiuto della traduzione. Il titolo è il momento. Il titolo Te quiero. Te quiero. Ja, ich liebe dich. Also, Frau Graciela Araya. Sehr schwer. Ich finde es so schön, dass wenn man mit Placido Domingo spricht und auch mit Signora Domingo, man immer kann studiare, lernen etwas. Und ich wäre so dankbar, Sie haben mir gestern erzählt, ein bisschen von dem Komponisten, der das geschrieben hat, José Serrano. José Serrano. Wer war das? Ah, José Serrano, es war eine fantastische der Inspiration, es war so, so groß. Und sie lebt eine kurze Leben.
Geboren 1843, gestorben 1941, so 98 Jahre. War er. Und das war genau die Jahre ich geboren, 1941. He was dead and he wrote some of the most popular zarzuelas. La Rosa, Los Claveles. Zarzuela Komponist. Viele, große. Und was ist das? Was ist das? Das ist meine erste Kostüme, Don Carlos. Erste Kostüme. Und wir wollen jetzt ein Momentchen anschauen, das erste Kostüm. Anschauen Placido Domingo, jetzt 25 Jahre jünger, mal schauen, und hören die Stimme ein bisschen vom 19. November 1967. Darf ich von Fritz bitten? Mai, November, November, Mai. Did you know it? Did you ever hear this? Did Mrs. Domingo ever hear this? No. Hat es niemals gehört. What a surprise. Mrs. Domingo, did you ever regret giving up singing? Haben Sie jemals bedauert, dass Sie aufgehört haben zu singen? Never. Niemals. Never. It was not a sacrifice, it was always, I think, the good choice. Es war nicht ein Opfer, sondern es war die richtige Entscheidung. It was when? After my Placido was born, you know, I saw his career going so fast. Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch. Ja, sehr gut. Okay. Sehr gut. Well, you die know, Karriere ging dann so rasch. Yeah, when Placido was born, I realized, you know, that ich his career... Ich spreche jetzt von Placido, ist der Sohn gemeint. Yeah. Placido Hijo, yes. Nach der Geburt des Sohnes Placido, der Komponist ist und in Kalifornien lebt. So I realized, you know, his career was taking in such a speed, in such a strength, and I said, well, what am I going to do? You know, his career, my baby, I'm not going to... Ja, mein Kind, was soll ich machen, habe ich beschlossen. It was approximately Benedict Don Rodrigo. Yes. Ich habe zum ersten Mal Rodrigo. Yes. Da war der Wiener Dirigent Julius Rodel, war Direktor von Cityoper, hat mich angerufen und gesagt, Sensation, haben wir, remember Rodel? Ja, haben wir eine ungeheure Sensation im Hause. Ich möchte gerne Placido etwas fragen. Gestern bei dem Empfang beim amerikanischen Botschafter haben Sie etwas sehr Interessantes gesagt. Ich möchte das jetzt Sie noch einmal fragen. Sie haben, nach Big Dan. Sie haben gesagt, ich würde das furchtbar gerne in Paris singen, und auf Französisch. Ja. Ist das nur Big Dan oder würden Sie im Allgemeinen öfters Opern in der Sprache des Landes statt der Originalsprache machen? What is your general position to opera in the original language? Why did you say, I like to do Big Dan in French? Warum wollten Sie Big Dan auf Französisch in Paris? Ich denke, natürlich, ich denke, der Opera ist besser in der originalen Sprache, besser, aber nicht immer.
Für mich, wenn du singst, denn, es war fantastisch gestern Abend, der Big Dame hier. Und etwas sensational für alle. Aber für mich, mit diesem große Drama von der German, ich denke, ist besser für mich, wenn das Publikum kennt, alle Worte verstehen, ja? Alle, so ist so stark, so strong der Text und der Drama, die Dramaturgie von der Opera, that I would like it to do it in a place. And I mean, obviously the two languages that I can sing best could be Italian or French. Best so, singbaren Sprachen natürlich Italien und Französisch. I was just thinking where it haven't done, it hasn't been done lately in Paris, so that's the idea. That's the reason I was thinking. So kam ich eben auf die Idee, in Paris auf Französisch. Und Walküre ist in welcher Sprache? Speranto. Momentchen. Wie weit? Nein, Herr Holländer macht sich schon da in der Loge ernste Sorgen darüber. Herr Holländer macht sich Sorgen. Wie weit ist das Studium von der Walküre? Come va con lo studio della Walküre? It starts slowly but surely. Langsam, aber sicher. Aber regelmäßig. Erster Akt. Erster Akt ist sehr lang. Zweiter Akt? Nein, die beste Akt für mich ist der dritte. Dritte Akt für mich ist so fantastisch. Ich singe mit so pianissimo. Und der ganze Text ist hier im Kopf. Ich muss jetzt leider, wie bitte? Das geht nicht. Das hat der direkte Holländer verboten. Es geht nicht. Non è possibile, der Centrale Gente. Es ist, ich glaube, nicht möglich, dass man jetzt einfach unangeht. Non è possibile. Nein, der Holländer hat absolut verboten, gesagt, wenn er mal die Show angeht, es ist nicht möglich, dass die Leute heraus und hereinkommen. Bitte Sie mich entschuldigen. Dann schauen wir da. Andiamo a vedere. Un pescatore. No, es ist nicht erlaubt, hereinzukommen. Non è permesso. Wir begrüßen Piero Cappuccilli. Cosa tu pensi di Placido Domingo? E chi è? Chi è? Er fragt, wer ist das? Dominguin. Un torero. È un grande collega, un bravo collega. Ein großer und wunderbarer Kollege. E cosa pensi tu di Piero Cappuccilli? È uno schifo. Schlechte. È un grandissimo cantante e amico e collega. Un navigatore. Un vecchio cantante. Anche, un vecchio l'unica cantante. Cosa che non sei tu. Navigatore. Nein. No. No, das ist etwas, was Domingo nicht ist. Nein? È strano perché non è un montanaro. Eigentlich kommt er nicht von den Bergen. Come va la barca? Wie geht es mit dem Schiff? Bene. Aber mit Helikopter geht nicht gut. Helikopter. È rimasto fermo. Rimani con noi un po'. Komm. Va bene. Okay. Rimani con noi un po'. Wir werden ein bisschen Platz finden. Hier steht reserviert für Zufälle. Reserviert für Zufälle. Reserviert für Zufälle. Ah! What is the difference, Unterschied, von Operndirigent und Symphoniedirigent? Für mich ist es is easier to conduct symphony than opera. Leichter, easier. Yeah. Leichter, warum? Because the opera is the, for me, I say it always, opera is like, you are a Roman, come si dice, carrier? No, a Roman. Gladiator. No, carrier. Il che lleva il coche. Il coche. Ja. Coche. Der coche. Mit 200 Pferd. Ein Kutscher, ein Fiaker, sagt man Fiaker, würde man sagen. Mit 200 Pferd. 200 Ma dipende il Kutscher che
Appunto, sì. Mit der Peitsche muss er, deine Peitsche. 200 in der rechten Hand und 200 in der linken Hand, ja. Orchester und der Bühne, ja? So, das ist sehr tief, sehr schwer. Also schwer, Oper zu dirigieren, ja? Ja. Dipende sempre dal direttore d'orchestra. Für mich hängt die ganze Oper vom Dirigenten ab. Was haben Sie an Symphonien schon dirigiert? Symphonien? Schon Symphonien. Cosa ja, ho diretto? Komm, komm mit dem Repertorio Sinfonico. Ho fatto Beethoven, Settima, siebten Beethoven, vierte Tchaikovsky und Haffner, Mozart, Haffner. I have done the Tchaikovsky String Serenade. Und Streicherserenata, Concerto Pianoforte Orchestra Beethoven Numero 1, Fliegende Hollande Overture, Briten, viele, viele. Riesige Dirigentenrepertoire, aber jetzt ist Schluss, ja, adesso finito, nichts mehr. Kann ich, adesso finisce con i visitori. Cosa finisce? Nein, jetzt muss Schluss sein, adesso finiamo, è difficile. Jetzt haben wir einen Fischer, nein. Na Menschen, cosa ich muss da Wenger warten oder Wenger noch willkommen. Die Leute kommen und gehen, als ob das nichts wäre. Also, wir haben jetzt einen Fischer begrüßt und jetzt begrüßen wir un grande cantante, un nobile signore, einen vornehmen Herrn. Nobile signore. Nobile signore. Avete cantato insieme prima volta. Wann habt ihr zum ersten Mal zusammen gesungen? Qui. Nei primi 25 anni. Meine zweite zusammen. Don Carlos hier. Allora, und zwar im Mai. Nicht sagen November bitte. Noch mal. Im Mai, in Maggio. Okay. Erste war Seppi, si, zweite war Giaurov. Der erste ist Giaurov, zweite. Sì, natürlich. No. Aber der aber am Programm war das Jeppi da ja. Natürlich. Am Programm. Aber Menschen haben. No, ich habe tutti i diritti come padre di questo ragazzo proprio. Ich fühle mich wie ein Vater von dem Jungen. Ja. È vero o non è vero? No. Malgrado diciamo i nostri rapporti artistici come Filippo. Wir haben große künstlerische Beziehungen. Ja, con Filippo II e Carlo. Mio figlio e io mi trovo come il mio diritto di fargli tanti auguri per i primi 25 anni a Staatsoper. Also ich möchte gerne bei den 25 Jahren meine Wünsche bringen. Ich bin auf der Bühne immer sein Vater. Sempre con questa meravigliosa squillante voce, con la sua musicalità, con il suo artistismo unico, con la sua classe di grande cantante. In ogni modo essere Placido Domingo, se è possibile ancora. Ich bewundere ihn mit meinem ganzen Herzen, einen Sänger von allerhöchsten Klasse, und ich kann ihn nur beschreiben mit einem Wort, Placido Domingo. Ancora 25 anni. Und wir beschreiben, und wir beschreiben ihn wie Adjau. E poi amiamo il tuo amico Marquis Posa, e poi noi cosa facciamo sempre con lui? Also was können wir zusammen machen, Menschen? Was können wir in der Besetzung machen? Aida, was können wir machen auf der Welt? Was können wir machen? Don Carlo? Cosa possiamo fare? Signora, Elisabetta potrebbe fare? Yeah. Io con lui io non faccio niente. Mit ihm mache ich gar solo canto. Nur singen mit ihm. Perché? Warum? Solo canto con lui, ma non faccio nient'altro con lui. Ich mache mit ihm nichts anderes als singen. Aber Momentchen, wir haben eine Schwierigkeit. Ich glaube, also was wir können machen, Aida? Ja? Aida, Carlo, Simone, ja? Simone. Ja? Moment mal, Marpe. Aber ich glaube, wir brauchen doch einen Sopran. Sind Sie wollen Soprano? Soprano. Sie wollen Soprano per favore? Sì, si, per tutte le opere, Aida. Ah, bitte, ja, haben wir Sopran? Simone. Haben wir Sopran? Le opere con lui. Haben wir einen Sopran? Haben wir einen Sopran? Fatto noi. Abbiamo solo questa la maratona. Thank you.
Non aprire. Buongiorno maestro. Tanti cani in cena. Wir haben natürlich alle Frau Mara Zampieri erkannt. Lui ha raccolto i fiori. Lui ha raccolto i fiori. No, ma il cane ha il nome di Aragán. Bitte? Ha il nome di Aragán. Cucini. Nein, ich habe gesagt, dass hier ist wie am Flugplatz. Kommen Aeroporto, besonders April. Wir müssen wie am Flugzeug kontrollieren. Ihr habt was zusammen gemacht. Fanciulla, doch. Insieme. In tutto il mondo. Giuramento. Giuramento. Ricordi il giuramento? I giuramenti li ricordo sempre. Wer erinnert sich noch an giuramento? Du ricordi? How did you come to sing Giuramento? Was erinnern Sie sich an Giuramento? Ich studiere die Party ein paar Jahre. Noch ein paar Tage. Na, das war, also ich werde schildern, wie war Giuramento. Darf ich es selbst raccontare? La signora conosce la storia? Kennen Sie die Geschichte von Giuramento? Io no. Io conosci? No. Non conosco. Wir haben angesetzt, Direktion Seefelder, im Jahr 1979 eine Konzertaufführung von Il Giuramento von Mercadante, welches ist die Story von Gioconda, komponiert von Saverio Mercadante, mit Mara Zampieri, Agnes Balzer und mit Peter Dworski für einen Sonntag. Am Mittwochabend, Wednesday night, Mittwochabend, Herr Dworski erkrankt. Ganz schwere Rolle, wir haben gesagt, wir müssen absagen. Adesso, I tell you how it really was. Es ist, jedes Wort ist wahr. Donnerstag kommt Placido Domingo, unangesagt in mein Büro, mio ufficio, und sagt, posso usare telefono, kann ich telefonieren. Wunderbar. Und Rigoletto, anche funziona. Kann ich telefonieren? Ich habe gesagt, gerne. Und nachher habe ich gesagt, Placido, was machst du jetzt? Und er sagt, jetzt habe ich noch Schallplatten bis Samstag, Diski. Und dann, ich fahre zwei Tage nach Barcelona und dann ich fahre auf Tournee. Und ich mache uno scherzo. Ich habe gesagt, Placido, du non puoi partire, du kannst doch nicht wegfahren, weil Sonntag sprichst du doch einen Giuramento. Sagt er, was ist Giuramento? Habe ich gesagt, die schönste Oper. Lo spartito più bello del mondo, die schönste Oper, es gibt nur Giuramento. Also hört an und lacht und geht weg. Tutto è vero, alles ist wahr. Due ore dopo, nach zwei Stunden, kommt der Placido und sagt, potrei vedere lo spartito, kann ich den Auszug sehen? In dem Moment habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, ist das möglich, possibile? Und laufe zu Seefelder, der Direktor war, und sage, ich muss dir melden, ich weiß nicht, ob das wahr ist, ob das möglich ist. Domingo hat mir gefragt. Seefelder spricht mit Domingo und historische, Parole storiche, die Placido. Und Domingo sagt, ich werde euch was sagen. Wenn meine Platten, if my records finish by Saturday, wenn meine Platten Samstag in Ordnung sind, gibt den Auszug zurück, damit man nicht glaubt, dass er ihn studieren wird, gibt uns den Auszug zurück und sagt, dann gebt mir den Spartito Samstag, gebt mir den Auszug am Samstag und ich singe. Und wir haben spioniert diese Platten und wirklich, die Platten waren fertig und Domingo hat gesungen. Aber er hat gesungen, da waren doch Pulte, ja? Er hat gesungen, ohne hineinzuhören. Als ob er sein tutta la sua vita avrebbe cantato Mercadante. Er hat gesungen, als ob er im Leben nichts gemacht hätte als Mercadante singen. E noi facevamo il disco di Rigoletto tutti. Wir haben Rigoletto-Platten, genau, diese Besetzung gemacht. Yeah, yeah. Diese Besetzung. Yeah. Nehmt Platz, meine Herrschaft, nehmt Platz ein bisschen. Nehmt Platz. Nehmt Platz. Sì, sì. Giacomino. Komm, tu vieni. Siamo in due. Sì. Non fa nulla. Con la cagnolina, mit dem Hund. Mit dem Hund. Da war natürlich wieder die Regie verpatzt, weil ich wollte, ihr wolle war aprire questo. Io vorrei aprire, tutto. Ma Giacomo doveva dare i fiori, no? Nein, ich wollte, io volevo aprire come in aeroporto, volevo aprire questo controllo aeroporto, controllo aeroporto. Placido, did you ever have a plan for your life? Ever have a plan? Did you foresee your future?
or not. You know, I will be once Steinor Spinto and Helden Thornbach. How soon in advance did you foresee your life? When I discovered the world of opera, I didn't know if I can really be an opera singer, but I knew how fantastic it was and how much I love it. And I said, I will give myself a little try. If I can make it well, I will do it. Ich habe immer gesagt, ich werde versuchen, und wenn es mir gelingt, werde ich es machen. If I can't, then in those days, when I was just married with Marta and so on, there were a lot of interest in Mexico for me to start making films. Schon wie ich Martha geheiratet habe, war für mich interessante Offerte, die Verfilmung. Yeah, waren für mich Filmangebote. They were two great singers and they were very popular and they used to make these kind of films that they used to sing a lot, like Jorge Negrete and Pedro Infante. And Mexican films. Yes. Da waren sehr viele mexikanische Filme auch mit Sängern. You ever see a Mexican film? Willst du einen Film Mexikaner? No. Du hast mich schon für mich nie gesehen. The extraordinary singers, mit hervorragenden Sängern. If you hear the Jorge Negrete voice, it will be a surprise for many of the people. Gute Filme, sie möchte sie, gute Filme, ja. And and so I realized that if I wouldn't be able to do the career of opera, I could do that, and I can sing the zarzuela with my parents. But immediately the things, they start to go very well. Marta and me, we went married, we left to Tel Aviv. We worked for 2.5 years. Nach unserer Hochzeit gingen wir nach Tel Aviv, haben 2.5 Jahre. Signora Marta was also with the Tel Aviv Opera, aber auch mit der Oper in Tel Aviv. What repertoire did you sing there? Welches Repertoire? I sang 11 operas, and Marta was singing about 8 operas. We were singing many operas together, like Eugen Onegin. Viele Opern haben wir zusammen gesungen, wie zum Beispiel. Eugen Onegin and Don Giovanni, Faust and Bohème, Carmen, and Marta used to sing Liu. I don't sing yet Turandot, but I did Turiddu and she did Nedda in Pagliacci. Did you do operetta? Du hast die Operette auch gesungen? No, only the. Remember a tenor by the name of Stör. Erinnern sich einen Sänger namens Stör, Herr Holländer erzählt immer von dem, der war auch gleichzeitig engagiert und hat gesagt, einmal bei einer Vorstellung hat ein Holländer gesagt, ja, da war sogar ich die erste Besetzung und der ganz junge Domingo war noch die zweite. Er war ihr gefahren. So, jetzt adesso viene in der persona molto famosa. Ich möchte jetzt, ich hoffe, dass das funktionieren wird. Ich weiß es nicht, jetzt halten Sie bitte jemanden molto famosa. Ich habe gesehen gestern einen sehr berühmten Mann, der der Volksoper die große Ehre gibt, dass er Ende Mai in meine Robert-Stolz-Revue Servus Du ein paar Gastspiele gibt. Und er hat mir gesagt, dass er bereit wäre, von seiner Sicht über Placido Domingo auch als Sänger von Pop und so weiter zu sprechen. Und ich hoffe, dass er hier ist. Wenn er hier ist, begrüße ich mit größter Freude Udo Jürgens. Also ich bin sehr stolz, dass die Domingo Matinee nicht nur unsere lieben Freunde Mara Giampieri, Nicola Giauro von Piero Cappuccilli hat, sondern auch das Debüt von Udo Jürgens in der Staatsoper. Ja? Und was ich mir sehr gewünscht hätte, ist, wenn Sie sagen, wie Sie Domingo sehen, von Ihrer Sicht. Was er also tut. Erstmal muss ich mich bedanken, dass ich eingeladen worden bin. Und ich muss sagen, wenn man sagt, ein Mensch kommt in die Jahre oder irgendwie so, das hat sicherlich auch etwas mit Knochen und mit Haut zu tun. Aber jung und alt sein, das entscheidet sich, glaube ich, im Kopf. Und wenn es das wirklich so ist, dann ist Marcel Pravi der strahlendste Jüngling, den ich kenne. Da kennen Sie aber. Da kennen Sie den Jüngling.
Ich glaube, wir leben heute in einer faszinierenden Zeit, wo die Grenzen fallen, Menschen und Nationen auch in einem schmerzhaften Prozess zueinander finden. Und diese Grenzen fallen sogar auch in der Kunst. Es gibt Begegnungen der seltsamen Art verschiedener Kunstrichtungen. Und heute kann sich das Publikum durchaus vorstellen, dass zum Beispiel Placido Domingo ein Lied von den Beatles singt. Ein wunderbares Erlebnis kann das sein. Es kann sich sicherlich sogar auch vorstellen, dass Udo Jürgens ein Konzert mit den Wiener Symphonikern gibt. Und dass wir heute so denken und dass die Entwicklung in diese Richtung geht, das ist ein Verdienst von progressiv denkenden Musikanten. Leonard Bernstein zum Beispiel, ein ganz besonderer in dieser Richtung. Aber auch natürlich Placido Domingo, einer der größten Sänger unserer Zeit und Musikerpersönlichkeiten. Und dafür, dass es solche Veränderungen heute gibt, sind wir, glaube ich, alle dankbar. Und ich glaube, diese Veränderungen werden uns allen in der Zukunft ganz aufregende musikalische Ereignisse bescheren. Ich wünsche Ihnen in Zukunft weiterhin von Herzen Kraft, Glück und Erfolg zu unser allem Wohl. Danke. Ich sage nur merci, merci, merci. Oder bleiben noch 5 Minuten. Also ich glaube, diese Besetzung, questo riparto, ich wäre uns dran. Non hai avuto nella vita. No, no. Diese Besetzung hast du noch nicht hier gehabt. Questo riparto sanissimo. Also ich habe mir gedacht, es bekommt Herr Domingo bekommt eine große Auszeichnung, Ehrenkreuz, Kunst und Wissenschaft, am Dienstag, ja. Die Ritscherberei. Und wir haben gedacht, wir wollen ihn jetzt, wir können ihm diese Auszeichnung nicht geben, wir geben ihm eine Auszeichnung, die aus unseren Herzen kommt und wir machen ihn zum Wiener. Und ich habe mir gedacht, zum Wiener. Und wir haben gedacht, dass im Zeichen von Placido Domingo Viennese werden Herr Cappuccilli, Herr Jauroff, Udo Jürgens und wir alle und Signora Domingo und Mara Zampieri, wenn wir jetzt hören, am Ende unseres Vormittags, Placido Domingo Viennese. Darf ich mal darum bitten? Vielleicht kommt, vielleicht nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Mein Herz und mein Sinn sperrt stets nur für Wien. Für Wien ist mein neues Nacht. Da kenn ich mich aus, da bin ich am Haus. Bei Tano noch mehr weiter den schönen Ort, dann ende eine Sehnsucht bei dir. Dann hör ich aus weiter Ferne ein Lied, das klingt und singt, das lacht und sieht.
alte Klassiker. Das hier das ist Floria Tosca und das ist Floria Springer, la figlia del segretario generale. Thank you.